Seid gegrüßt, Pyros. Bald geht's los. Bald ist Silvester und wir können alle wieder in die Lane stürmen, uns diesen ganzen geilen Stuff reinziehen und auch schön einsacken. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, die Prospektevorstellung weiter fortzusetzen. Ich weiß, ich bin dieses Jahr total spät dran, aber lieber spät als nie, sage ich ja immer. Und heißt es ja auch meistens, sprichwörtlich. Ja, und heute schauen wir uns gemeinsam den Aldi Nord Prospekt an, 2018, und legen mal direkt los. Auf der ersten Seite hier haben wir den Artikel Witchcraft. Für 13,99 bekommt ihr dann eine kleine Batterie, die halt gefächert schießt. Habt ihr auch ein paar Crackling-Kometen und ein paar farbige Kometen in der Farbe Grün und Rot. Standard halt. Und am Ende dann noch so einen kleinen Finalschlag mit Popping Stars halt. Hört sich aber spektakulärer an, als es eigentlich ist. Ist halt wie gesagt nur so eine Vierer- oder Fünfer-Salve am Ende und ja, nicht wirklich dick der Effekt. Für 13,99 bekommt ihr da echt Besseres. Von daher keine Kaufempfehlung von mir. Und die gibt es auch nicht für den Artikel Midnight Hunter für 17,90. Da haben wir diese Heuler-Batterien, diese Standard-Pfeifer-Batterien drauf. Das wertet die Verbünde immer ein bisschen ab. So an sich sind es keine schlechten Batterien, die hier drauf verbaut sind. Aber ja, für den Preis, also gegenüber den Einzelkauf, der einzelnen Artikel ist es viel zu teuer. Ne? Und wie gesagt, Weco sollte diese ollen scheiß Pfeiffer-Batterien weglassen. Das ist halt nicht gut. Was ich euch aber auf jeden Fall empfehlen könnte, wäre der Artikel Final Showdown für 29,99. Ein guter Verbund, wo auch eine Fächerbatterie mit drauf ist und der auch eine gute Schussfolge hat, eine gute Effektierung, ist genau das Richtige für zwischendurch. Und vom Preis her bekommt ihr da 3 dicke Cakes auf dem Brett verbunden. Genau für zwischendurch oder 18 Uhr halt oder so. Genau das Richtige, um sich da ein bisschen warm zu ballern. Vom Preis her, wie gesagt, ist es nicht doll. Ist es wirklich empfehlenswert. Müsst ihr allerdings schauen, weil im Aldi gibt es ja auch noch den Dreamcatcher-Verbund. Der liegt ebenfalls so in der Preislage. Der ist ja auch gut. Und da muss man sich überlegen, entweder nimmt man beide mit oder man wählt halt mal den. Auf der nächsten Seite Heavy Metal. Jetzt aber als Pyro-Mold-Version für 12,99. Ja, ihr habt ein 30er Kaliber dort. Bis in über 300 Gramm NEM, ca. 320, um genau zu sein. Ich kenne sie halt noch von früher, ganz zum Schluss, also ganz normal noch in der Pappröhrchen-Version. Ja, da war sie halt nicht mehr so wirklich berauschend. Und ganz früh aber richtig geil, da war das wirklich schon eine bahnbrechende Batterie, die Weco da rausgebracht hatte. Jetzt, wie gesagt, als Pyro-Mode-Version hatte ich sie noch nicht, werde ich auf jeden Fall dieses Jahr einmal im Minimum mitnehmen, um sie mal zu testen. Da bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Ich würde sie auf jeden Fall erstmal weiterempfehlen. 19 Schuss hat die, wie gesagt, von NEM her, bei dem Preis, das geht schon in Ordnung. Ja, hier unten haben wir den Artikel Double Power, der ja heißt halt im Original Double Thunder, kennt man so. Halt original bei Weco. Im Lidl gibt es den Artikel unter den Namen Double Flash und in Kaufland. Oh Gott, irgendwie. Ja, Double Bombs oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müsste ich nachschauen. Auf jeden Fall bekommt ihr diesen Artikel entweder im Lidl, Kaufland oder halt hier im Aldi. Ne? Also egal welchen Discounter ihr davon habt, oder ob ein Discounter, den ich gerade genannt habe, den Artikel doch nicht bei euch regional führt. In irgendeinem Discounter bekommt ihr ihn aber. Und für 3,99 kann man den ruhig mitnehmen. Ist dreifach sortiert, ist größer als der Artikel Flashbang, also die ganz kleinen Flashing Thunder im Original bei Weco. Und die haben halt auch einen Zerleger-Effekt halt oben am Himmel. Das sind keine reinen Blitzknall-Artikel. So. Ja, für 8,99 der Artikel Viel Glück. Das sind eigentlich die Goldraketen, die ihr auch im Kaufland oder im Lidl bekommt oder halt auch beim B1 Baumarkt. Die gibt es ja wirklich fast überall dieses Jahr. Das Design finde ich geil. Finde ich besser als das originale Design von den Goldraketen. Sieht richtig schick aus, richtig schön silvazerhaft. Wie gesagt, wo ihr sie letztendlich mitnehmt, müsst ihr selber entscheiden oder ihr nehmt halt den Artikel dreimal mit, weil ihr bestimmt jeden Discounter ablatschen werdet und dann ja, müsst ihr schauen. Aber ich finde es vom Design her, finde ich die halt am geilsten. Ja, Kaufempfehlung dafür. Die sind echt gut, die Raketen. Ja, der Artikel Rising Stars, das sind Premium-Vulkane für 8,99 Euro, hergestellt in der Schweiz von der Firma Bugano für Weco. Top verarbeitete Vulkane, auch top Effekt, schöne Effekt, Auswurfshöhe, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, den Artikel. Egal, welchen ihr davon euch nur auswählt. Ne? Bekommt ihr aber auch im Kaufland oder halt im Lidl. Müsst ihr schauen.
Ja, also Multicolor, Silber, Blinker. Das haben wir auch in den anderen Discountern. Aber wie gesagt, sind sehr, sehr empfehlenswert. Über die langen Wunderkerzen sage ich jetzt mal nichts. Ja, für die Frauenwelt natürlich immer ein bisschen interessant. Ja, der Artikel kubische Kanonschläge von Komet, die sind von Komet, nicht von Weco, darf man nicht verwechseln. Gibt es Schwankungen in den einzelnen Chargen? Müsst ihr mal schauen, aber bei 5,99 ist eine 15er Packung, macht man Preis eigentlich auch nichts verkehrt, kann man ruhig mal mitnehmen, um sie mal wieder zu testen. Wie gesagt, würde ich auch empfehlen. Jackpot, genauso wie Feuerfeger, ja, so ein mehrteiliges China-Knall-Sortiment, habt ihr halt Leuchtfeuerwerk und Knallfeuerwerk halt drin, mit ein paar Standardfontänen wie Phantomsirene, die Helios-Fontäne, ja, die Sonnenvögel, die Frösche findet man jetzt auch in so vielen Packs von Weco. Ja, und die, gut, die Reibkopfknall, die sind jetzt nicht so die Sahne da drin, auch nicht im Feuerfeger sind ja dieselben drin. Ja, aber wie gesagt, vom Preis her für zwischendurch, um das mal ein bisschen ruhiger zu, oder halt für die Damenwelt ist das ein durchaus mitnahmefähiger Artikel. Genauso wie Dynamite Bag für 1,99, ein kleiner Böllerbeutel, kann man eigentlich, da braucht man eigentlich gar nicht mehr diskutieren, bei dem Preis niedriger geht es schon gar nicht mehr. Habt ihr halt ein paar Böller drin, sind es 50-teilig. Wie gesagt, und wenn ihr es halt für die Jünglinge, die heranwachsenden Pyros mitnimmt oder so, oder für euch selbst so, für zwischendurch, um ein bisschen wegzurotzen, für 1,99, Leute, ich bitte euch, da kann man echt nichts verkehrt machen. Ja, der Artikel Andromeda Supernova. Dazu sage ich mal Folgendes. Wie beim Bombette-Sortiment im oder Jewels of the Sky im Lidl, ja, ist das halt so ein Leuchtfeuerwerkssortiment. Ihr habt natürlich auch eine Kalimbo drin, da habt ihr auch ein paar Zerlegereffekte drin. Aber am Ende ist es bei so einem Boxen immer so, man muss auf Leuchtfeuerwerk auch stehen. Wer kein Leuchtfeuerwerk mag, für den ist das natürlich total unattraktiv. Solch ein Artikel. Aber so wie ich liebe Leuchtfeuerwerk, das gehört für mich zu Silvester genauso dazu, wie auch das Bleigießen oder eine meiner Wunderkerze anzünden oder so. Das sind halt Sachen, die gibt es seit eh und je und die müssen auch sein, finde ich. Und gerade auch und zum bisschen entspannen zwischendurch oder unter mir sind so eine Sache sind immer richtig geil. Ehrlich. Und ich stehe auf sowas. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. So, ja, jetzt kommen wir hier zu zwei Klassiker-Artikel. Einmal das Targa und das Indianapolis. Sind beide Sortimente, die ich durchaus empfehlen kann. Ist halt dasselbe wie im Lidl Highspeed Bombs. Oh. Habt ihr halt 8 Raketen für einen 10er. Die sind aber gut. Schöne Zerleger-Raketen. Viele davon kennen, viele von euch kennen die ja auch schon, die Weco-Sachen. Wie gesagt, da vom Preis her tut man sich da nicht weh. Ne? Ist halt kein Funke-Artikel, aber für Discounterware durchaus brauchbar. Ja, Indianapolis hat sich ein Kumpel mal gegönnt, das habe ich letztes Jahr gerade mal ein bisschen begutäugeln können, was die so drauf haben jetzt, gerade auch diese Mehrschlageffekte, ist ganz gut, wie gesagt, für 1 Euro, 18 Raketen sind übrigens drin und 1 Euro pro Rakete, das geht auf jeden Fall klar. Ja, zwei weitere Klassiker sind auch die Sortimente, die Familiensortimente Cobra und Goliath, die ich auch durchaus empfehlen kann. Gerade beim Cobra auch für einen 10er, das geht auf jeden Fall klar. Habt ihr eine Knallkette noch drin, ein paar Böller, Roman Candles, also sprich römische Lichter, Frösche, klar auch ein bisschen Cut 1. Sind halt Family-Sortimente, damit auch die Kleinen ein bisschen was haben. Ne? Ja, beim Goliath, das ist zwar ein bisschen preisintensiv, 18,90 €, aber wie gesagt, das ist halt ein Klassiker. Die Raketen, die sind gut. Und ihr habt halt auch ein paar Kanonschläge drin, eine Sonne ist auch mit drin. Es ist ja mittlerweile heute auch selten, der Artikel, so eine schöne Sonne. Ja, ein paar Reiber sind drin, auch ein bisschen Cut 1, halt auch was ein bisschen für die Damenwelt mit bei. Würde ich aber auch auf jeden Fall weiterempfehlen, das Sortiment. Und mein Bruder hatte das eine Jahr auch Spaß damit. Ja, auf der nächsten Seite haben wir ja so ein bisschen Jugendfeuerwerk und halt klassische Tischbomben und Bonbonknallers für zum Beispiel die kleinen Damen, sprich meine Nichte Celina würde da total abfahren drauf. Brauche ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen und gerade die Jugendfeuerwerkssortimente, die sind ja gerade jetzt zu der Zeit halt, wo es am Jahresende zugeht, die sind ja so günstig und so dick bepackt, so mehrteilig, kann man eigentlich gar nichts verkehrt machen. Wer halt keine Kiddies hat, kann das ruhig mitnehmen. Egal wo. Ja, der Artikel Gigant für 17,90 € scheinen sich die Geister. Ich habe ihn sehr gut erlebt, den Artikel und andere wiederum habe ich in den Kommentaren unter meinem Video gesehen auf YouTube, hatten sogar Verpuffer nur am Himmel und so. Ja, es sind halt China-Produktionen,
Das hat auch weniger mit Komet zu tun, sondern es ist halt China und öfters mal schlampen die kleinen Chinesen da drüben ein bisschen rum, ja, weil alles schnell gehen muss. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn als gut erlebt. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Weniger weiterempfehlen würde ich den Artikel Calypso für 4,99. Etwas zu teuer, habt ihr halt ein paar Kometenaufstiege. Klar, schöner Goldflimmer so bei den Anfangskometen. Hinten raus habt ihr dann nochmal 3 oder 4 Zerleger. Ja, ist halt kein dicker Artikel, nicht wirklich spannend, sehr, sehr träge. Für 4,99, ja, dann nehmt euch lieber eine Poison oder was ich was mit, ne? Aber die auf jeden Fall nicht. Ein weiterer Klassiker, Copernicus für 8,99. Im Lidl auch bekannt als Firefighter. Ja, so eine klassische Cocktailbatterie gibt es schon seit Ewigkeiten, seit eh und je im Lidl und im Aldi. Hier halt, wie gesagt, im Original, mit dem Originalnamen Copernicus. Schönes Design übrigens jetzt, das Weco da gewählt hat. Für 8,99 würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Da habt ihr halt wirklich von Kometenaufstiege über Heuler bis hin zu Zerlegereffekte. Die Abbandgeschwindigkeit ist da. Ja, da habt ihr eigentlich alles dabei. Die Hell on Wheels ist eine Standard-Heuler-Batterie. Die bekommt ihr auch in den meisten Discountern mittlerweile. Ob das nun Lidl noch ist oder Norma und Kaufland, überall liegt die eigentlich. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt so ein Artikel, den muss man auch mehrfach irgendwie schießen. Dann kann man richtig geil da Alarm mitmachen. Stellt euch mal die 3 oder 4 Mal nebeneinander gebackt und auf Schlag gezündet vor. Da kommt richtig was, du Leute. Ne, habt ihr auch eine schöne Crackling-Wand, weil die Heuler ja auch in Crackling übergehen. Nicht empfehlen kann ich den Artikel Power Deluxe. Das ist total low, dieses Leuchtsortiment von Komet. Hat keine Energie, nicht wirklich edle Effekte. Gefällt mir überhaupt nicht. Vom Preis her absolut zu teuer. Ne? Der Artikel Devil Attack, den würde ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen, auch wenn er von Komet ist. Ja, von Komet ist ja nicht alles schlecht, Leute. Die Meinung habe ich ja schon immer vertreten. Ja, es ist keine Zerlegerbatterie, aber ihr habt auf jeden Fall ja, ein paar schöne Feuertopfsalben, schöne edle Kometenaufstiege, schöne Heuler. Wenn ihr die auch mehrfach zündet, geile Sache, Leute. Und für 590 tut ihr euch echt nicht weh. Schaut euch das mal an, weil der Effekt ist echt schön filigran, schön edel. Gefällt mir echt. Kann ich weiterempfehlen. Aber nicht weiterempfehlen tue ich euch den Artikel Gladiator, auch mittlerweile ein Klassiker im Aldi. Für 1990 ist das gleiche wie Dicke Bertha oder Casino Royale im Lidl. Weco muss da unbedingt ran. Minimum die Hälfte weniger an Abbrandzeit, weil hier die Batterie brennt ca. 120 Sekunden. Die Abbrandgeschwindigkeit ist so viel zu langsam, da schläft man echt bei ein. Die Effekte sind gut. Klar, manchmal ist die eine oder andere Bombette dabei, die halt nicht so gut bestückt ist. Also da habt ihr halt eher ein dünnes Bouquet. Aber ansonsten sind es halt gute Effekte, die halt wirklich mit einer, ich sag mal so, die Brenndauer müsste bei der Batterie bei 40, 45 bis 50 Sekunden liegen. Dann wäre die echt gut. Und dann wäre die auch vom Preis her wirklich gerechtfertigt. Aber so wie sie jetzt ist, kann ich sie nicht weiterempfehlen. So, auf der nächsten Seite haben wir wieder ein paar Klassiker. Der Artikel Van Gogh, wer es nicht weiß, es ist auch wie im Lidl bekannt, die Uranus, wo es halt hier halt im Lidl immer mit dem Van Gogh-Design, typischen Van Gogh-Design, das kennen die meisten von euch ja. Für 6,99 auf jeden Fall eine Batterie, das ist meine Volksbatterie, sag ich immer. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen, lohnt sich immer wieder für das Geld. Ja, und bei der hier handelt es sich um ja, zweimal eine 100-Schuss-Batterie, klassische 100-Schuss, also Kometen mit also Kometenaufstiege und Crackling-Aufstiege, Crackling-Salven oder Crackling-Kometen. Halt so eine Standard, wie die Powerbox quasi im Lidl. Nur, dass es halt so ein Zweier-Pack halt ist. Ne? Müsst ihr halt schauen, wo, wenn ihr sie mitnehmen wollt, wo ihr sie halt kauft. Entweder nehmt ihr sie zweimal einzeln aus dem Lidl mit oder halt hier halt schon in der Box. Der Artikel Big Boom. Hatte ich letztes Jahr schon zum Besten gegeben, glaube ich. Das ist der Artikel From Hell im Original, so habe ich ihn damals kennengelernt, den gab es damals im Obi. Ist eine sehr schöne Batterie, vom Preis her auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. Ich habe die damals schon gern gehabt, wie gesagt, als From Hell. Und ja, ist auch eine Fächer-Cake mit schönen Effekten. Klar jetzt nicht die Ultra-Salutschläge oben am Himmel als Zerleger, aber durchaus hörbare, zu gebrochene Zerleger. Und ich finde die Batterie vom Preis her echt gut, gerade auch was da rauskommt. Oh, Pegasus, Dreifachfontäne.
auch mittlerweile ein Klassiker, 55 Sekunden Brenndauer, 2,99 kann man mitnehmen, gerade auch Crackling hier drin, schön stark, schön knackig, kann ich auch weiterempfehlen. Weniger empfehlen würde ich für 18,90 aufgrund des Preises, aber auch nur den Artikel Swords of Fire, ja, ist halt auch eine XXL Cake mit einem 25er Kaliber. 62 Schuss hat das Ding. Ja, ist so eine Cocktailbatterie, so eine klassische Cocktailbatterie. Ja, keine besonderen Effekte und deshalb vom Preis her zu intensiv. Wenn die jetzt, sagen wir mal, 4 Euro weniger wäre, hätte ich gesagt, dann könnte man überlegen, sich die mal mitzunehmen. Ja, wie viele schon mitbekommen haben, in diesem Jahr leider etwas, also jetzt 1 Euro teurer. Ich finde aber dennoch immer noch gerechtfertigter Preis für die Poison-Batterie. Alias Dampfhammer oder Aquila und wie sie nicht noch heißen. Also da gibt es ja so viele Namen, Fast and Furious und wie gesagt, unendlich viele Namen. Für 3,99 immer noch gerechtfertigt. Schöner Artikel, trotzdem noch Kaufempfehlung. Bei der Barracuda bin ich irgendwie auf eine Art auch froh, dass es die immer noch gibt. Langsam verschwindet die, ist ja eigentlich die Voodoo Star im Original von Vego. Wenn die Leuchtkugeln in der Mitte nicht wären, dann wäre das eine richtig geile Top-Discounter-Batterie. Ich finde sie ja vom Preis her trotzdem gut. Ne? Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Wer sie noch nicht hatte, testet die mal. Sie ist nicht schlecht. Auch schöne Zerleger. Wie gesagt, bloß der mittlere Teil, der nervt mich halt bei der Batterie ein bisschen. So, dann kommen wir schon zur letzten Seite. Und da haben wir halt zwei Verbünde. Beim Atlantis-Verbund, da sage ich gleich für 24,99 viel zu teuer. Hier habt ihr auch eine Happy Sky drauf, die gibt es im Lidl als Einzelcake. Ja, ist kein besonderer Verbund. Gegenüber Einzelpreise, wenn ich die Alligator einzeln kaufe, die Happy Sky und eine Poison oder was ich was, so, also eine vergleichbare 16-Schuss-Batterie. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das da drauf ist. Ja. Spart ja auf jeden Fall Geld. Beim Dreamcatcher-Verbund für 29,99 kann ich eine Kaufempfehlung aussprechen. Ist ein sehr, sehr solider Verbund mit schönen Effekten, schöner, rasanter Schussfolge. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr bekommt halt drei schöne, dicke Cakes auf einem Brett für 29,99. Definitiv lohnwert. Wären 10er pro Batterie, Alter. Kann man gar nicht meckern. Wie gesagt, entweder entscheidet ihr euch für den Dreamcatcher-Verbund oder halt, wo ist er? Den Final Showdown-Verbund. Wo haben wir ihn denn nochmal? Mal schauen. Das hatte ich ja schon am Anfang des Videos erwähnt. Genau hier. Entweder der oder halt diesen Artikel hier. Dreamcatcher. Beide schöne Verbünde. Der Rest an den Verbünden eher Jauche. Ne? Ja, das war die Prospekte-Vorstellung vom Aldi Nord. Mal schauen, welches Prospekt ich mir als nächstes vornehme. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und ich konnte euch wieder mal ein bisschen bei der einen oder anderen Kaufentscheidung weiterhelfen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Planet.